Hallo, hier ist wieder Thomas von TomTom Games und ihr seid mit dabei bei unserem Let's Play zu Bundesliga Manager Professional. Tja, was soll ich sagen? Wir sind in der ersten Saison. Es steht der 15. Spieltag an, Amateur-Oberliga, im Jahr 92, 93 oder in der Saison 92, 93. Wir haben uns wieder ein bisschen nach oben gearbeitet. Auf dem Papier sind wir auf jeden Fall das stärkste Team im Moment in der Liga, aber die Spiele liefen nicht so gut. Also wahrscheinlich war die Stimmung in der Mannschaft nicht gut, aber jetzt habe ich das Gefühl, wir sind eindeutig auf dem aufsteigenden Ast hier wieder. Tja, was soll ich sagen? Ihr habt jetzt vielleicht schon einige Folgen euch mit angesehen. Es ist eben zur damaligen Zeit sicherlich State of the Art gewesen hier, das Spiel. Wir haben Torszenen. Wir haben Berichterstattung hinterher in der Zeitung, die sich jeweils anpasst an die Ereignisse im Spiel. Wir haben Einzelbewertungen der Spieler. Es gibt Form, neben den technischen Werten gibt es immer noch eine Form dazu. Es werden Tendenzen angezeigt. Also wirklich insgesamt schon recht umfangreich. Wir sind jetzt 30 Jahre in die Vergangenheit gereist sozusagen. Die nächsten großen Schritte habe ich auch schon mal angesprochen. Danach kam Bundesliga-Manager Hattrick. Tatsächlich ist in meiner eigenen Erinnerung aber der nächste richtig große Schritt dann Anstoß gewesen. Vor allen Dingen von der technischen Seite her natürlich. Dort gab es ja viel beeindruckendere Torszenen zum Beispiel auch. Und dazu kamen natürlich noch die Live-Kommentare in den Spielen, wenn man sich das ansah. Damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, durch Marcel Reif dann. Das war natürlich ein ganz anderer Sprung schon. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mit keinem anderen Fußballmanager jemals wieder so warm geworden bin wie mit dem Bundesliga-Manager Professional. Anstoß habe ich auch recht umfangreich gespielt, insbesondere Anstoß Gold und später mal eine Zeit lang Anstoß 3. Das lebte ja auch davon, dass man dann über den Editor die echten Club- und Spielernamen auch zum Glück einfügen konnte. Aber trotzdem irgendwie ist nicht so hängen geblieben wie der Bundesliga-Manager. Ja, jetzt sind wir hier. Schauen wir mal, ob wir es vielleicht schaffen, bis zur Winterpause jetzt zu kommen in dieser Folge. Der 15. Spieltag ist, wir spielen auswärts gegen Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen deutlich schwächer als wir, zumindest statistisch. Und ja, mal sehen, wie das so ausgeht. Ich denke, wir gehen mal eben kurz in die Mannschaftsaufstellung. Ja, und in der Mannschaftsaufstellung, da sehen wir schon das erste Problem. Zwei Verletzte haben wir inzwischen. Einmal Sauer, Außenbandanriss, und Legat mit der Bauchmuskelzerrung. Ja, jetzt ist mir auch nochmal aufgefallen. Ich hatte ja schon mehrfach den FC Remscheid angesprochen und Thorsten Legat, der ist ja da mal dann nochmal bekannt geworden. Allerdings jetzt auch nicht so erfolgreich, leider, ne? Ja. Einmal kurz die Autoaufstellung. Anwerfen, ist alles in Ordnung. Ist weiterhin Olli Regnor auf der Ersatzbank. Tendenz dort auch eher nach unten. Mal sehen, wie es weiterläuft. Ja, ich würde sagen, wir starten mal und sehen, was Rot-Weiß Essen und so entgegenzusetzen hat. Anpfiff, dritte Minute geht's. Das ist wirklich die beste Torszene im ganzen Spiel, glaube ich. Dann noch daneben. Okay, Freistoß für uns und an die Latte. Schade. Vierundzwanzigste Minute, okay. Ball abgenommen. Vors Tor geflankt und rein. Ja, super ausgespielt. Und Hart. Ja, Hartgen mit dem zweiten Tor in dieser Saison. Und direkt noch eine Chance für uns. Super. Flanke, aber geklärt durch den Torwart von Rot-Weiß Essen. 37. Minute. Jetzt eine Chance für Rot-Weiß Essen. Flanke in den Strafraum und geklärt. Gut. Freistoß für Rot-Weiß Essen. Das ist mal ein spannendes Spiel.
Chancen auf beiden Seiten im Moment. Führung durch uns, würde ich jetzt nicht sagen, dass es unbedingt so verdient ist, was die Chancen angeht. Das ist doch sehr ausgeglichen. Foul, Freistoß und ja, 2 zu 0, super. Ja, jetzt hat man schon eine einigermaßen sichere Führung. Hoffentlich kann meine Mannschaft das halten. Und 3 zu 0, ja, jetzt geht's los. Ja, jetzt ist die Mannschaft in Stimmung gekommen. Das merkt man. 71. Minute, okay, zwei gelbe Karten schon. Ja, super. Das ist doch mal was. 3 zu 0, wir sind auf Platz 5 vorgerückt, das sehen wir hier schon. Wir haben jetzt Stärke 47. Ah. Okay, hier unten Baunatal, die sind ja ganz klar auf dem ersten Platz, das hatten wir uns letzte Folge schon angesehen. Die haben jetzt eine Verschiebung ihres Spiels auf den 1.11. an Feiertag. Naja. Okay. Ja, wir sind auf Platz 5. Was fehlt uns denn zum. Okay, 18 Punkte hat Preußen Münster. Ja, mal sehen, wie wir das schaffen, dass wir auch mal in die Aufstiegsplätze jetzt wieder kommen. Ja, Rollmann 1, Bockenfeld, ja, wie gehabt. Nicht die beste Wertung, aber auch nicht die schlechteste Note. 16. Spieltag. Wir schauen uns mal nochmal das an mit dem. Eine Woche noch, dann haben wir eine Anzeigetafel. Müssen wir mal sehen hier, wie sich dann das Ganze verändert. Auf jeden Fall sieht es ja optisch erstmal total heruntergekommen aus. Aber wir haben einfach keine Knete. 234.000. Wir bräuchten jetzt dringend mal ein Heimspiel, um zumindest die Kasse wieder ein bisschen zu füllen. Das ist ja eine Katastrophe so. Okay, jetzt spielen wir gegen Remscheid. Mal sehen, ob dann ausverkauft ist. Wir könnten ja mal versuchen, auf 11 D-Mark zu erhöhen, aber ich meine, bei dem Zustand, wer will das sehen? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Ja, wir legen, glaube ich, direkt los. Passiert ja hier nichts, glaube ich. Aufstellung, immer noch beide verletzt. Okay, Alofs als Ersatz und Votava als Ersatz. Bratzett, ja. Na, dann geht's los. Das nächste Ligaspiel. Zu Hause, ja, auch mit 11 D-Mark ist ausverkauft. Vielleicht müssen wir es noch was höher schrauben. Wir brauchen ja einfach Geld. Jetzt unsere erste Chance. Daneben. Schade. 20. Minute. Borowka. Vierte gelbe Karte diese Saison. Weiter Abstoß. Ganz weit nach vorne und Tor. Das war natürlich eine gelungene Aktion. Rote Karte. Ei. Jetzt spielen wir in Unterzahl. Aber trotzdem, Torchance 2 zu 0. Super. Weiter geht's. 27. Minute. Wieder eine Torchance. Getümmel vorm. Ein Gerangel vor dem Tor, nichts passiert. 32. Minute jetzt. Wieder eine Chance. Das sieht aber sehr einseitig aus hier mit den Chancen. 3 zu 0. Da lassen wir aber Remscheid alt aussehen. Ja, Halbzeitpause. Das sieht im Moment nach einer klaren Sache aus. Und jetzt interessant, obwohl Remscheid zumindest auf dem Papier hier jetzt gerade sogar stärker ist, aber insgesamt, sagen wir mal, ähnlich stark ist, scheint das ein klares Spiel zu werden. Es geht weiter. Wieder eine Torchance. Durch Freistoß, aber nichts draus geworden. Otten hat vergeben. Wobei was heißt vergeben? Der Torwart hatte geklärt. So sah es aus. So. Vierte gelbe Karte Dehring in dieser Saison. Und das Spiel ist aus. Ja, super. 3 zu 0 gewonnen. Da sind noch mehr Spiele, die verlegt sind auf den 1.11. Nachspiel. Okay. Und ja gut, wir sind jetzt weiter auf dem fünften Platz, aber der Abstand hat sich eben nicht vergrößert. Unsere Tordifferenz, das sieht man schon, die sieht gut aus. Da sind wir deutlich besser als Preußen Münster aufgestellt. Ich hoffe also, dass das jetzt noch was wird. Ja, wieder 3 zu 0 hier in der Zeitung, alles gut. Bewertung, ja, irgendwie in der Abwehr nicht so doll. Interessant. Die Errichtung der neuen Anzeigetafel ist abgeschlossen. Na, da schauen wir uns doch unser Stadion direkt mal an. Spielfrei haben wir auch. Da ist sie. Süß. Ja. Also beeindruckend groß ist das natürlich nicht. Aber das war ja ganz gut jetzt mit den Einnahmen. Wobei, also das Konto ist leer. Ich
glaube, wir müssen da jetzt mal ein bisschen sparen, sonst wird das hier nichts mehr. Ich glaube, wir erhöhen mal auf 12 und gucken, ob wir dann immer noch volles Haus hinkriegen. Und wir gehen mal nicht ins Trainingslager erstmal. Ja, spielfrei, wir klicken uns mal weiter. Das ist der Nachspieltag. Das haben wir ja gesehen. Mindestens drei Teams spielen heute nach. Können wir auch mal eben gucken. Baunatal nach 45 Minuten 0 zu 0. 2 zu 0 gewonnen. Ja, die setzen ihre Siegesserie auch ganz klar fort. Die sind also hier im Moment Anwärter auf den Titel des Herbstmeisters, wenn man das in der Amateuroberliga denn auch so nennt. Das weiß ich nicht. Interessanterweise sind wir aber trotzdem das Team mit dem besten Torschützen im Moment. Obwohl die doch so viele Tore geschossen haben. Verteilen die das vielleicht gleichmäßiger? Ich weiß es nicht. Ja, da ist jetzt überhaupt gar kein Spieler in den Top 12, der bei Baunatal spielt. Wie machen die das? Ist da keiner schuld oder sind das alles Eigentore von den Gegnern? Ich weiß nicht. So, wir haben hier. Im Moment sieht es ganz gut aus. Wir brauchen nur noch einen Schnitt von 4.400. Aber da ist natürlich nicht mit eingerechnet, dass wir ständig ins Trainingslager wollen. Das wirft uns jedes Mal ordentlich zurück. Wir haben jetzt den 17. Spieltag. Bockenfeld, naja, so werden wir den auch los. 7 Spiele gesperrt, das ist natürlich heftig. Ja, da hat er wohl ordentlich zugelangt im letzten Spiel. Aber gut, das Problem ist jetzt eigentlich nur, dass wir keinen Ersatzspieler in der Abwehr mehr haben. Sauer ist ja verletzt und Bockenfeld jetzt gesperrt. Gut, aber da müssen wir durch. Wir können uns jetzt nicht noch mehr Personal leisten. Und das geht ja auch vorbei. Es ist ja alles irgendwie machbar. Jetzt spielen wir gegen den aktuell Zweitplatzierten auswärts, gegen BSV Brandenburg. Mal sehen, wie das so läuft. Theoretisch haben wir 10 Stärkepunkte mehr. Mal sehen, ob sich das auch im Ergebnis widerspiegelt. Ich klicke mal weiter und wir sehen, wie das Spiel so läuft. Bisher ereignislose 23 Minuten gewesen. Jetzt eine Chance für Brandenburg durch Freistoß, aber zum Glück geklärt. 38. Minute. Ja, jetzt Chance für uns. Vor dem Fehlbetrieb vom Tor, ja, geklärt durch irgendwen, wahrscheinlich durch die Abwehr, konnte man nicht so richtig erkennen. Jetzt wieder Chance für Brandenburg. Vorteil. Ah, okay, ja. Und erste Halbzeit vorbei. Ja, 0 zu 0 ist wahrscheinlich jetzt, was die Chancen angeht, noch ein ganz gutes Ergebnis für uns. Viele Chancen hatten wir da nicht. Die Frage ist, lohnt es sich jetzt nochmal umzustellen, ein bisschen Druck zu machen? Jetzt erstmal die Chance abwarten. Das war nichts. Nachschuss. Nachschuss. Nee. Das ist ärgerlich. Naja, dann wollen wir mal sehen, dass wir vielleicht mal Neubart auswechseln, Alofs einwechseln, Legat raus. Otava rein. Ein bisschen nach vorne ziehen und dann ab dafür. Ja, das scheint nicht das Ergebnis zu sein, was ich haben wollte. Brandenburg vom Tor und Tor. Tja, da sind wir im Rückstand. Jetzt hoffe ich, dass mein Team da nicht einbricht. Ja, da gibt es nochmal eine Chance. Vielleicht klappt es mit dem Ausgleich. Ja, nein. Ärgerlich. Das sieht nicht gut aus. Oh, nicht, dass wir ihn noch erhöhen. Okay. 2 Minuten noch zu spielen. Das war's. Tja, schade. Ja, da haben wir doch nochmal einen kleinen Puffer bekommen. Aber gut. Die Saison ist noch lang. Sechster Platz. Nichts ist verloren. Trotzdem, jetzt haben wir uns hier ein bisschen. Ja, doch nur einen Punkt. Ja, interessant. Aber die haben doch nachgespielt. Naja. Gut, wir werden sehen. Zu Hause sind wir auf Platz 11 und auswärts auf Platz 5. Das finde ich interessant. Gefühlt hätte ich jetzt gesagt, wir haben mehr Spiele zu Hause gewonnen. Aber offensichtlich ist dem nicht so. Ja, schwache Leistung von Kohn. Gut, naja, da ein bisschen daneben geschossen. Kann passieren. Ja, war mal wieder ein Auswärtsspiel. Jetzt irgendwie so kriegen wir kein Geld rein.
Jetzt gibt es endlich nochmal ein Heimspiel. Auch schön spannend. Sechster gegen Siebter. Hallescher FC. Ich denke, wir sehen uns das direkt an und dann gucken wir mal, was da rauskommt. Wir brauchen die Knete. Wir sind jung und brauchen das Geld. Das Spiel läuft. Fast ausverkauft. 11.350 ist aber in Ordnung. Und das bei 12 D-Mark. Da kommt ein bisschen was rein. Ja, da sind wir so bei 140.000, die wir ungefähr da kriegen sollten. Das ist gut. So, jetzt haben wir das erste Tor schon gefallen für uns. Und direkt die nächste Chance. Die Flanke rein vors Tor, aber geklärt. Okay. Chance vergeben durch Eils. Jetzt geht's weiter. Erste Halbzeit zu Ende. Ja, das sieht gut aus. Hoffentlich können wir das jetzt über die ganze Länge noch halten oder zumindest vielleicht sogar noch ausbauen. Das wäre natürlich noch schöner. Ja, hier ist wieder eine Chance für uns. Jetzt 69. Minute und da ist es. 2 zu 0. Super. Ja, das sieht gut aus. Jetzt und auch noch ein Elfmeter. Ach, besser kann es nicht sein. 3 zu 0. Wunderbar. Ja, da kriegen die 11.350 Zuschauer im fast ausverkauften Stadion natürlich was zu bieten. Was geboten. Entschuldigung. Borowka. Fünfte gelbe Karte. Das ist schlecht. Okay. Ja, das ist gut. Kein Problem. Selbst wenn es einen Treffer für den Halleschen FC gibt, wäre auch jetzt nicht schlimm. Okay, auf Vorteil gepfiffen, aber daneben. Okay. 96. Minute. Oh, jetzt am Ende noch ein Freistoß und. Okay, Anschlusstreffer. Aber 90. Minute, 3 zu 1. Wunderbar. Ja, super. Ja, der Hallesche FC hat auch nur einen Platz verloren. Kein Problem. Wir sind weiter auf Platz 6. Aber das läuft. Also, das Team ist jetzt nicht wieder eingebrochen, nur durch die eine Niederlage. Insgesamt, wenn wir uns hier die letzten Spiele ansehen, ist das ja eine ganz positive Tendenz, die wir haben. Ich denke, einen Spieltag kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Bevor die Folge zu Ende ist, erstmal haben wir nochmal spielfrei, aber wir checken jetzt erstmal, was das Geld sagt. 400.000, so. Ja, wir müssen aber eigentlich ins Trainingslager. Wir müssen besser werden, denn wir wollen ja aufsteigen und wir wollen auch eine Chance haben, dann in der zweiten Liga zu bestehen. Da müssen wir einfach ins Trainingslager. Das bringt uns was. Also, 11.11. haben wir. Ich klicke mal weiter, es ist spielfrei. Da, okay, DFB-Pokal-Viertelfinale war ja jetzt. Können wir uns direkt ansehen. Im Halbfinale noch dabei. Ja, jetzt sind auch die Zweitligisten alle raus. Es ist nur noch HSV gegen Kaiserslautern, München gegen Eintracht Frankfurt. Da bin ich ja gespannt, wie das ausgeht. So. Ja, nochmal spielfrei. Europapokal. 19. Spieltag. Was haben wir denn? Wir möchten, musste ich mal gucken. 19. Spieltag, 20. Oh, da haben wir noch ein bisschen was bis zur Winterpause. Okay, jetzt spielen wir gegen Havelse. Ah, gegen die waren wir doch. Na, da möchte ich gar nicht gegen spielen. Okay. Und auch noch auswärts. Das bringt uns also auch keine Knete. Gut. Dann werfen wir das mal an und ich denke, danach ist die Folge auch zu Ende. Dann schaffen wir es doch wohl erst in der nachfolgenden Folge. Bis zur Winterpause. Gut, das Spiel ist angepfiffen, auswärts beim TSV Havelse. 15. Minute, die erste Chance für Werder Bremen. Ein langer Schuss und oben reingezimmert ins Eck von Neubart. Sein viertes Saisontor. Sehr gut. Eils jetzt mit der dritten gelben Karte in dieser Saison. Jetzt die erste Chance für die Heimmannschaft. Zum Glück nicht verwandelt. Wunderbar, die Führung bleibt. Ich hoffe, die Führung ist einigermaßen sicher. Wir müssen uns irgendwie halten. Jetzt wieder. Wieder eine Chance für unsere Gegner. Und da ist der Ausgleich. Schade. Tja, kann man nichts machen. Jetzt auch noch ein Freistoß. Mann, Mann, Mann. Das ist schon wieder schlecht für den Blutdruck hier. Ja, weiter geht's. Schon wieder für die Gegner. Und da ist das 2 zu 1. Ja, das läuft jetzt nicht gut. 2 zu 1 zur Halbzeit. 14. Platz ist das. Der TSV Havelse. Aber wir verlieren irgendwie mal gegen. Die hatten uns doch auch schon aus dem DFB-Pokal rausgeworfen. Ja, wir brauchen irgendwie eine Änderung in der Aufstellung, glaube ich. Jetzt erstmal, ja, okay, da ist der Ausgleich.
wechsle mal aus. Er ist schwächer von der Form her gegen Alofs. Und er ist da am schwächsten. Legat raus, Rotava rein. Und wieder ein bisschen vorziehen und los geht's. Ah, also irgendwie, diese ganzen Änderungen, die bringen ja meistens nur eine Sache, nämlich Chancen für die Gegner, habe ich so das Gefühl. Ah, jetzt mal eine Chance wieder für Bremen. Ne, Ballverlust, Tempo-Gegenstoß und oh, ganz knapp noch. Super. Gut gerettet. 68. Minute. Doch nochmal eine Chance jetzt. Wieder viel Gewusel im Strafraum. Und da ist er drin. Super. Otten mit seinem ersten Saisontor. Da wird er sich freuen. Was passiert jetzt? Ja, super. Geklärt durch den Torwart. 78. Minute. Freistoß. Drüber. Ja, durch Votava. Gut, dass wir den eingewechselt haben eben. So, jetzt nochmal ein Freistoß für Havelsen. Glück gehabt. 83. Minute. Jetzt noch 7 Minuten retten. Und da haben wir es geschafft. 3:2. Also kein wirklich klarer Sieg. Aber gewonnen ist ja bekanntlich gewonnen. Super. Und wir sind damit in den Aufstiegsrängen endlich drin. 4. Platz. Haben uns jetzt also vor Augsburg und Münster gesetzt. Das ist natürlich richtig erfreulich. Das war ein gutes Ende für unser Video. Ja, Havelse, das ist der Angstgegner, würde ich sagen. Aber jetzt hat es ja funktioniert. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich speichere mal wieder ab. Und dann schaffen wir es hoffentlich, jetzt angekündigt war das ja schon für diese Folge, aber dann schaffen wir es hoffentlich in der nächsten Folge bis zur Winterpause. Und ich hoffe natürlich, dass wir es vor allen Dingen schaffen werden, den Platz, den wir uns jetzt da ergattert haben, zu halten in den Aufstiegsrängen. Denn wir wollen ja in die zweite Liga. Ja, alles klar. Ich danke euch für euer Interesse. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dann. Tschüss.